Hallo zusammen, alle herzgetriebenen Solopreneure. Herzlich willkommen im Jahr 2008, frohes neues Jahr. Und willkommen zu der ersten Live-Übertragung in der Gruppe in diesem Jahr. Ich wollte eigentlich schon vor Weihnachten eine weitere Session machen, bin aber krank geworden. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Und in dem heutigen Video habe ich ein ganz wichtiges Thema für dich, für euch. Und zwar geht es um die Frage, warum habe ich nicht mehr Kunden? Und was ich eigentlich vorhabe, ist heute mit dir, mit euch, eine Art von Mini-Online-Workshop durchzuführen. Egal, ob du das jetzt live siehst oder ob du das später in der Aufzeichnung anschaust, es gibt ein wichtiger Spickzettel. Das heißt, der Mehr-Kunden-Spickzettel. Und wenn du gerade live bei mir in der Facebook-Gruppe bist, wirst du dieses Spickzettel finden, oben angepinnt als erster Anhang in der Facebook-Gruppe für herzgetriebene Solopreneure. Dort kannst du es herunterladen, ausdrücken und natürlich drauf kritzeln. Es sind nur zwei Seiten, aber sie werden wichtig sein für das Durchgehen im Workshop. Und die Idee für dieses heutige Mini-Online-Workshop ist entstanden tatsächlich heute früh, als ich aufgestanden bin. Und ich werde es heute, wie wir auf Englisch sagen, machen. I'm gonna be winging it. Also ich werde es einfach aus dem Stegreif entwickeln. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen werde, außer die Punkte, die ich schon bereits begonnen habe aufzuschreiben. So, für wen ist dieses Online-Mini-Workshop überhaupt? Ich möchte erstmal einladen, zu schauen, bist du hier richtig überhaupt? Dieses Online-Mini-Workshop heute ist für dich, wenn du Coach bist, wenn du Trainer, Berater bist oder herzgetriebener Dienstleister. Also vor allem bist du ein Dienstleister, der ein großes Herz für seine Kunden hat, der authentisch und wertschätzend kommunizieren möchte. Und du möchtest Kunden gewinnen über ein Marketing, was authentisch ist, was ehrlich ist, was voller Integrität ist. Und nicht nur das, du möchtest es tun über das sogenannte Pull-Marketing. Pull-Marketing ist ein englisches Wort, auf Deutsch glaub ich, sagt man dazu Sog-Marketing. Und es heißt, du möchtest durch Wert schaffender Content, reichhaltiger, relevanter Content, deine Interessenten und potenziellen Kunden zu dir anziehen, dass sie den Nutzen erkennen, dich kennenlernen über Content und dann im Nachgang sich vorstellen können, dass sie mit dir weitergehen möchten und dann zu dir sich angezogen fühlen. Das ist ein Gegenteil von Push-Marketing, wo du deine Dienstleistung auf andere drückst. Egal, ob sie dich kennen oder nicht, zum Beispiel über kalte Telefonakquise, das wäre ein Beispiel von Push-Marketing, wo du einfach Leute anrufen würdest und sagen würdest, hier bin ich, hier ist das, was ich anzubieten habe. Wie findest du das sozusagen? Also das ist es nicht. Es geht um Sog-Marketing, das Anziehen von potenziellen Kunden und Klienten. Wenn das auf dich trifft, bist du hier richtig. Jetzt kommt die nächste Kriterie, dass du weißt, ob du heute hier richtig bist. Nämlich, du bist in dieser Situation. Und ich kann so gut darüber sprechen, weil ich in der Vergangenheit sehr stark über einige Jahre, gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, in diese Situation selber gesteckt bin. Und zwar, die Situation hat so ausgesehen. Ich habe viel gemacht. Ich habe den ganzen Tag vor meinem Rechner gesessen. Ich habe wie blöd überlegt, wie komme ich an neue Kunden? Und ich habe ganz viel getan, gefühlt, um Kunden zu gewinnen. Aber ich hatte einfach keine Kunden eine Zeit lang oder viel zu wenige Kunden über längere Zeit. Und für mich persönlich war das ein totales Mysterium. Warum habe ich nicht mehr Kunden? Woran liegt denn das überhaupt? Und für mich war das umso mysteriöser, weil ich selber 14 Jahre lang als Marketingstrategin gearbeitet hatte für große Markenkunden in Agenturen deutschlandweit auf großen Etats. Und wenn es um mich ging, um meine Selbstvermarktung, um meine eigenen Sachen, die ich an den Mann bringen wollte, an die Frau bringen wollte, ich hatte sowas wie ein blindes Fleck. Und ich konnte nicht sehen, warum gelingt es mir nicht. Und trotz meiner vielen Jahren Marketing-Erfahrung, Business-Erfahrung, eigene Kunden zu gewinnen, genug Kunden zu gewinnen.
Und das Ziel des heutigen Workshops ist wirklich genau das zu erkennen. Es ist quasi, dass du am Ende der heutigen Session einfach hinschauen kannst auf dem Spickzettel, deine Bewertungen schauen kannst und dass du genau in den Bereichen erkennen kannst, wo deine blinden Flecken gewesen sind, dass du Klarheit darüber gewinnst, wo du noch in Anführungszeichen Schwächen hast, was du noch aufbessern kannst, woran du noch arbeiten kannst. Also, dass du Klarheit darüber hast, was ansteht, um mehr Kunden zu bekommen. So, in einem späteren anderen Video werde ich darüber sprechen, was du tun kannst, um mehr Umsätze zu erzeugen, wenn du schon genügend Kunden hast. Weil, also viele Kunden haben heißt nicht, dass du genügend Umsätze hast. Das ist ein ganz anderes Thema. Und heute bleiben wir bei dem Thema genügend Kunden, Kundengewinnung. Okay, also ich sehe einige Leute hier im der Live-Session. Mach dich erkenntlich. Also ich sehe die Nadja Held und die Mary Claire Hermans, glaube ich, sind heute dabei. Ich sehe ihren Namen, weil sie gerade Likes gegeben haben. Aber heute soll es auch interaktiv sein. Melde dich, gib mir ein Hallo, ein Thumbs up. Schreib deine Bewertung rein, die du ermittelst für dich. Also dass wir da möglichst in Kontakt miteinander sind. Okay? Gut, also wenn du den Spickzettel noch nicht hast, dann und du später die Aufzeichnung anschaust, bitte mach jetzt auf Pause, drück dir das aus, weil wir werden das jetzt nutzen, ab sofort um weiterzugehen. So, Mary Claire und Nadja sagen Hallo, hallo im neuen Jahr, hi, hi, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr alle da seid. Okay, also, jetzt werden wir Folgendes machen. Das Spiel geht so bei diesem Mini-Online-Workshop. Es gibt sechs Bereiche, die ich gemeinsam mit dir anschauen möchte. Und in diese sechs Bereiche wirst du dir selber eine Benotung geben oder eine Punktzahl, wenn man so will. Und zwar auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 ist die Sache, ich habe keine Klarheit in diesem Bereich. Keine Fähigkeiten momentan und das, was ich tun soll, ist nicht vorhanden. Das wäre absolut auf dem Ende des Spektrums 0. Okay? Und auf der anderen Seite des Spektrums ist 10, nämlich ich habe absolute Klarheit darüber. Ich habe eine hohe Fähigkeit. Ich habe das geübt und gelernt. Ich weiß, wie man das macht. Und alles steht bereit, damit das gut funktionieren kann. Okay, und wir werden in allen sechs Bereichen dich einschätzen, wo du gerade stehst. Und am Ende wird sozusagen eine Gesamtpunktzahl dabei rauskommen. Und dort habe ich einige Texte dazu geschrieben, die du im Spickzettel findest, wo ich sagen müsste, okay, wenn du diese Punktzahl hast, dann würde es deine aktuelle Situation wahrscheinlich beschreiben. Und wir gehen das am Ende einfach mal durch. Am Ende des Videos werde ich dich auch sowieso auf eine Ressource aufmerksam machen, die du vielleicht kennst oder noch nicht kennst, sodass du ein Tool an der Hand bekommst, um Klarheit zu gewinnen, um Fähigkeiten aufzubauen, um alles bereit stehen zu haben, die du brauchst für deine Kundengewinnung. Okay? Gut. Fangen wir mit dem Bereich Nummer 1 an. Und der Bereich Nummer 1 ist das berühmt-berüchtigte Zielgruppe und Positionierung. Worum geht es hier? Es geht darum, dass du dir die Frage stellst, weiß ich wirklich, wirklich, wer mein idealer Kunde ist und welche Ergebnisse sie bereit sind zu zahlen? Okay, dieser Bereich ideale Zielgruppe und Positionierung ist ein ganz wichtiger, wesentlicher Baustein, weil wenn ich nicht weiß, wen ich ansprechen möchte mit meinen Leistungen, wird folgende zwei Effekte einstellen. Das eine ist, ich werde nicht wissen, wo ich auftreten soll mit meinem Inhalt, mit meinem Content, um Mehrwert zu schaffen. Und das zweite ist, wenn ich selber keine innere Klarheit verspüre darüber, mit wem ich wirklich arbeiten möchte, wenn ich nicht weiß, wer meine Augen zum Leuchten bringt, dann wird meine Kommunikation nach außen ebenfalls unklar sein. Und da entsteht natürlich eine, ich nenne das gerne eine chaotische Energie. Also fangen wir mit dem ersten an. Also eine Kundin von mir, die macht Pferdeheilpraxis. Sie weiß natürlich, dass ihre idealen Kunden
Besitzer von Pferden sind. Und sie sind in ganz vielen Ställen in Deutschland unterwegs, na, auf Wiesen und Pferdereithöfe stehen sie bereit mit ihren Tieren. Sie lesen auch vielleicht Pferdezeitschriften. Also meine Kundin, die das macht, weiß, dort gehe ich hin, um meine Kunden anzutreffen, um auf mich aufmerksam zu machen. Wiederum eine andere Kundin von mir, die Mütter anspricht mit ihrem Angebot, sie weiß zum Beispiel, dass man indirekt Mütter erreicht über Familienförderungsvereine. Da kann sie hingehen. Sie kann auch über Elternzeitschriften und Online-Plattformen oder Gruppen auf Facebook, die auf Mütter abgezielt sind, hingehen. Also wenn du nicht weißt, wer deine ideale Zielgruppe ist, weißt du nicht, wo du hingehen kannst, um vor ihnen aufzutreten, um Nutzen zu stiften. Okay? Wenn du diese Unklarheit in dir verspürst und diese chaotische Energie nach außen verspürst, ist genau das passiert, was du nicht möchtest, nämlich dass man nicht weiß, wem hilfst du, wofür stehst du überhaupt. Also eine Kundin von mir geht hin und her seit Monaten, vielleicht sogar Jahre, hin und zurück über die Fragestellung, wer ist meine ideale Zielgruppe? Und am einen Tag schreibt sie einen Blogbeitrag für die eine Zielgruppe. Ein paar Wochen später ändert sie ihre Meinung und schreibt einen Blogbeitrag für die andere Zielgruppe. Das heißt, sie sendet gemischte Signale im Außen vor sich her und niemand ist sich sicher, was macht sie denn eigentlich wirklich? Und das macht sie über drei, vier Zielgruppen sogar hinweg. Also deswegen ist es wichtig, deine ideale Kunde zu kennen. Und hier ist das Ding. Hier verspüre ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden den größten Widerstand. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was es in uns ist, was uns nicht hinsetzen lässt und zu Papier bringen lässt. Was ist unser Kundenavatar? Also wer ist das? Was sind ihre Herausforderungen? Was brauchen sie vor allem von uns? Aber irgendeine Sperre ist da. Und hier ist das Ding. Wenn man die Sperre schafft aufzulösen, die Blockade auflöst und sagt, ich setze mich hin mit dir und wir machen das gemeinsam, kommen plötzlich die größten Aha-Momente, die größte Klarheit überhaupt. Und ich sage, das ist ein Schritt, den du auf keinen Fall überspringen solltest, wenn es dir möglich ist, weil es erschafft für dich die größte Sprung nach vorne in deinem Business und deiner Kundengewinnung, wenn du deinen idealen Kunden klar hast. Das ist einfach wirklich so was wie ein magischer Moment. So, der nächste, was im Bereich Zielgruppenpositionierung ist, dass du nicht nur weißt, wen du ansprechen möchtest, sondern dass du im Klaren wirst, wer du als Experte bist, was dein Wirkungsbereich ist. Was ist dein Wirkungsbereich? Dein Wirkungsbereich ist genau wie der Name sagt, der Bereich, wo du wirken möchtest. Also ich bin zum Beispiel ein Business- und Marketing-Coach, aber ich bin nicht derjenige, der meinen Kunden im Detail hilft, mit Facebook-Strategien umzugehen. Ich würde es bei mir wahrscheinlich fehl am Platz sein, wenn es darum geht, einen Facebook-Trichter aufzubauen. Viel besser kann das ein Rai Baumeister oder ein Captain Hill oder Claire Oberwinter. Also die werden für Facebook-Experten. Bei mir kriegst du eher so eine übergeordnete High-Level-Marketing-Strategie. Und ich weiß, dass das mein Wirkungsbereich ist. Das heißt, für dich in Bezug auf deine Positionierung ist es wichtig, klar zu kriegen, was sind wichtige Probleme und Herausforderungen deines Kundens und womit möchtest du ihnen wirklich helfen? Vielleicht haben sie fünf verschiedene Problemstellungen oder Wünsche und Träume, aber du möchtest nur in einem von den Bereichen helfen mit deinen Lösungen, Erfahrungen und Expertise. Also, verstehe, wer du als Experte bist, um deine Positionierung klar zu kriegen. Und sobald du deine Zielgruppe klar hast und deine Expertenpositionierung, ist es natürlich wichtig, dass du in der Lage bist, potenziellen Kunden und Klienten die Vorteile einer Zusammenarbeit mit dir deutlich zu machen. Das heißt, du bringst diese zwei Stücke zusammen und du kannst wirklich klar darüber sprechen und artikulieren, sowohl auf deiner Website als auch in deinen Webinaren oder auf Vorträgen und so weiter. Diese drei Dinge umfassen den Bereich Zielgruppe und Positionierung. Und jetzt bist du dran und ich hätte gerne, dass du das aufschreibst bei dir, aber auch, dass du mir rückmeldest hier im Kommentarbereich.
nämlich im Bereich Zielgruppenpositionierung auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 ist, ich habe keine Klarheit darüber, 0,0, bis 10, ich bin perfekt aufgestellt, absolut klar, wer meine ideale Zielgruppe ist, was meine Expertise ist, wie ich Menschen helfe und ich kann das absolut perfekt kommunizieren. Was würdest du an dieser Stelle für eine Note geben, eine Punktzahl? Schreibe eine Zahl von 0 bis 10 hier im Kommentarbereich, sodass ich das sehen kann. Ich gebe dir eine Sekunde dazu. Und zwei. Ich krieg ganz viele Smileys, Sauergesichter, Wow-Gesichter. Es löst ganz viele Gefühle aus. Und die Angelique hat sich eine 8 gegeben. Sehr gut, Angelique. Perfekt. So, während die anderen darüber nachdenken, gehe ich bereits zum zweiten Bereich. Es geht um deine Pakete und Preise. Und zwar, meine Frage an dich ist, hast du ein klares Verständnis über dein Umsatzziel oder deine Umsatzziele für das kommende Jahr? Und hast du klar, welches Geschäftsmodell du brauchst, um diese Ziele zu erreichen? Hier ist das Ding. Viele Kunden kommen zu mir und die kennen dann Gespräche oder die sogenannte virtuelle Kaffeepause und sie sagen, Shaya, und das höre ich ganz oft, ich habe das Ziel, ich möchte ein sechsstelliges Geschäft im nächsten Schritt, also im kommenden Jahr möchte ich 100.000 Euro Umsatz, Nettoumsatz verdienen. Und wenn ich frage, weißt du, welche Programme, Pakete, Produkte du verkaufen wirst innerhalb von deiner anvisierten Zielgruppe, in welchen Zusammenstellungen sie zueinander stehen, um dieses Umsatzziel zu erreichen, dann würde ich sagen, kommen die meisten mit 80 bis 90% und sagen, nein. Und das kenne ich so gut von mir. Ich weiß es noch, wo ich riesige Umsatzziele hatte, aber nie mich hingesetzt habe und gesagt habe, was werde ich überhaupt tun, was muss ich verkaufen, um dahin zu kommen. So, das ist das eine. Die zweite Frage unter Pakete und Preise ist, verfügst du über attraktive, mehrstufige Angebote, sodass du deine Leistungen, Fähigkeiten und Erfahrungen, die du als Expertin oder Dienstleister einbringst, auch angemessen in Rechnung erstellen kannst. Und warum rede ich über attraktive und mehrstufige Angebote? Aus dem Grund, weil natürlich, wir können alles auf dem Markt anbieten. Häufig ist allerdings das, wofür wir uns begeistern, nicht unbedingt das ist, was vom Markt verlangt wird. Also ich habe mich zum Beispiel am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz doll begeistern können für die gesamten Tools im Online-Bereich, also Webinare, Technologie und Online-Kalendersysteme und keine Ahnung, E-Mail-Marketing-Systeme. Also ich bin so ein Technik-Tool-Freak, also jedenfalls am Anfang gewesen. Und ich bin da raus in den Markt gegangen und ich wollte die gesamte Zeit über diese Dinge sprechen. Und das war nett und gut und das hat einige Leute interessiert. Aber als ich versucht habe, irgendwelche Angebote um diese Tools herum anzubieten, das hat keine interessiert, weil was Coaches, Trainer, Berater, ein herzgetriebener Dienstleister eigentlich wirklich, wirklich wollen, was für sie attraktiv ist, ist, sie wollen wissen, wie sie Kunden gewinnen können. Sie wollen wissen, wie sie am besten kommunizieren und vermarkten, um dahin zu kommen. Und die Tools sind einfach so ein nebensächliches Sahnehäubchen obendrauf. Das heißt, attraktive Pakete sollen die Leute dorthin führen, wo sie auch tatsächlich sein wollen. Nicht, dass es keinen Markt gibt für Tool-Informationen, das gibt es sehr wohl. Claudia Kascheda ist zum Beispiel sehr erfolgreich mit ihrem Trello-Kurs. Aber man macht nicht nur Trello, um Trello zu beherrschen, sondern man möchte sein Zeitmanagement, seinen Redaktionsplan, also man möchte sich dann besser organisieren, man möchte mehr Zeit haben als Solopreneur zum Beispiel. Okay? Also attraktiv heißt, das ist wirklich gewollt von deiner Zielgruppe. Und warum mehrstufig? Naja, deswegen, weil je mehr Optionen wir der Zusammenarbeit haben, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man zu mir, zu euch, zu dir Ja sagen kann. Und was ich häufig auf dem Markt sehe, ist, dass man entweder in die eine oder die andere Richtung geht.
Die eine Richtung ist, man hat nur ein einziges Angebot und bietet es an und sagt, friss oder stirb. Und dabei ist natürlich mathematisch eine 50-50 Chance, dass jemand Ja oder Nein sagen kann zu dem, was du anbietest. Auf dem anderen Ende des Spektrums geht man zu weit und hat, keine Ahnung, 7 bis 9 verschiedene Dinge, die man kaufen kann. Und das macht es nicht nur komplex für dich als Solopreneur, sondern es macht es auch für deine Kunden schwierig zu entscheiden. Und wenn man im Supermarkt ist und zu viele Marmeladengläser sieht, greift man automatisch zu Nutella. Das heißt, ein mehrstufiges Angebot ist gut, aber nicht zu viel. Also ich rede von 3 bis 4 Stufen auf deine Pakete- und Preiseliste. Und hier war das Ding, was so für mich am Anfang super mysteriös war. Ich kann mich erinnern am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Weil ich Marketing-Expertin war, bin ich die ersten 2, 3 Jahre hinausgegangen in den Markt. Und ich habe das gemacht, was ich gekonnt habe aus meiner Vergangenheit. Nämlich, ich habe vermarktet. Ich habe mich auf Sichtbarkeit fokussiert, Sichtbarkeit in Webinaren, Sichtbarkeit auf Facebook und Social Media, Sichtbarkeit, keine Ahnung, in meinem E-Mail-Newsletter, wenn man so möchte. Und da ich keine Pakete und Preise die ersten 3 Jahre hatte, ich hatte nichts, was ich im Nachschluss von einer Sichtbarkeitsaktivität als Angebot anpreisen konnte. Ich hatte nichts, wozu ich einladen konnte. Und dann war ich allerdings total überrascht, warum ich nicht gebucht werde. Und das klingt so doof, wenn ich rückblickend schaue, warum habe ich gedacht, dass ich Kunden gewinne, wenn ich keine Angebote habe? Aber Leute, ich sage euch, wenn es um den Schuster geht, der hat die schlechtesten Schuhe. Und man kann einfach Dinge nicht klar sehen, wenn es um uns selber geht. Und deswegen spreche ich das wirklich offen und ehrlich aus. Es ist, mir ging es genauso, ich kann dich verstehen. So, jetzt kommt die Bewertung. Und zwar auf einer Skala von 0 bis 10. Wie steht es bei dir hinsichtlich deiner Pakete, deiner Preise, dein Geschäftsmodell? All diese Bereiche, die ich gerade umkreist habe. Sagst du, ich bin hier auf 0 oder 1, ich habe erst begonnen, mir Gedanken zu machen über mein Geschäftsmodell und meine Angebote? Oder stehst du bei 10, bei einer totalen Klarheit darüber, was du anbietest? Du hast ein attraktives und mehrstufiges Angebot, was knackig ist, was attraktiv ist für deine Zielgruppe. Schreib das jetzt auf deinen Zettel, gib dir eine Benotung zum Bereich Pakete und Preise. Und wenn du möchtest, schreib mir das auch im Kommentarbereich. So, die Nadja schreibt, sie ist dran, ein Logo selbst zu erstellen, ein Upsell in 7 Schritten Branding selbst gemacht und Cello steht auf der Liste. Okay, Angelique sagt, sie ist auf einer 8, dank mir. Dankeschön, Angelique. So, Pakete sind auf der Liste, also Nadja steht auf 5 gerade. Sehr gut. Wo stehst du? Schreib es mir rein. Wir machen ein interaktives Online-Workshop heute. Und für diejenigen, die neu dazukommen gerade, wir werden heute wahrscheinlich zwischen 45 Minuten und 60 Minuten gemeinsam miteinander sprechen. Und die Basis für unser Gespräch ist dieses Spickzettel, den ihr in der Facebook-Gruppe Herzgetriebenes Business und Marketing findet. Es ist oben gepinnt und ihr könnt es dort herunterladen. Oder nehmt einfach ein Basiszettel und schreibt euer Benotungen mit uns auf. Wir machen das heute gemeinsam und interaktiv. So, jetzt kommen wir zu dem dritten Bereich, wo es darum geht, warum habe ich nicht mehr Kunden? Und das ist ein häufig übersehener Bereich. Es geht um den Verkauf, es geht um das Erstgespräch oder wie ich das gerne nenne, das perfekte Kennenlerngespräch. Und heute mit diesem Online-Workshop, mit diesem Video spreche ich vor allem Menschen an, die wahrscheinlich in den ersten 3 Jahren ihrer Selbstständigkeit sind als herzgetriebene Dienstleister. Und häufig ist es so, wenn du am Anfang bist in dieser Phase, dass du noch nicht größere Gruppenprogramme oder sogar skalierbare Online-Programme und Produkte hast. Vielleicht bist du eine Ausnahme. Es gibt Leute, die beginnen, dabei schon Online-Angebote oder Programme zu machen und bieten das direkt auf den Markt. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, gehen zuerst den Weg, dass sie 1 zu 1 Kunden heranziehen, egal ob sie Privatpersonen ansprechen oder ob sie
Firmenkunden anspreche mit ihren Angeboten. Und wenn du Einzelpersonen ansprichst für eine engere Zusammenarbeit über längere Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nicht darum herumkommst, ein Verkaufsgespräch zu führen mit ihnen. Also ein sogenanntes Kennenlerngespräch, Strategiegespräch, Möglichkeitsgespräch. Es gibt so viele Namen, die auch gebrandet werden. Und hier kommt meine Frage an dich. Und zwar, hast du einen professionellen Ablauf und einen Leitfaden für das Erstgespräch? Also weißt du, was passiert, wenn jemand sagt, hey, ich bin interessiert an dem, was du machst, den Mehrwert-Content, den du angeboten hast, zum Beispiel im Netz oder auf meinem Vortrag, hat mich wahnsinnig interessiert und angesprochen. Und nun möchte ich näher erfahren, was du anbietest. Hast du einen Prozess dafür? Weißt du, was du tun, wenn du eine E-Mail bekommst? Hast du die Möglichkeit online, dass jemand in Kontakt mit dir tritt, eine virtuelle Kaffeepause macht, sich anmeldet über ein Online-System, um mit dir zu sprechen? Das wäre ganz, ganz wichtig, dass du sowas hast. Was sonst kriegst du nur eine E-Mail und die heißt, hey, Angelique, ich habe dich online gesehen, wie viel kostet es mit dir zu arbeiten? Und das führt in eine ungute Richtung. Du möchtest den Prozess steuern und ein wichtiger Teil von einem solchen Prozess aufsetzen ist zweierlei Gründen. Zum einen möchtest du auf Augenhöhe kommen mit deinem Kunden, dass es eine Klarheit darüber beherrscht, dass ihr euch gegenseitig interviewt für eine mögliche Zusammenarbeit. Nicht, dass jemand einfach kommt und sagt, hey, sag mir, warum ich dich nehmen soll, anstatt die 15 anderen Leute auf dem Markt da draußen. Du möchtest das Gespräch auf Augenhöhe heben. Das zweite wichtige Grund für einen solchen Prozess ist, dass du einen sogenannten Filter schaffen möchtest. Du möchtest diejenigen Leute dafür gewinnen, in ein Gespräch zu kommen, die wirklich zu deinen idealen Kunden passen und nicht deine Zeit verschwenden mit ganz vielen Leuten, die nicht zu dieser Gruppe gehören. In der Vergangenheit hatte ich Kundinnen, die eben 25, 30 Kennenlerngespräche pro Monat hatten, was sich erstmals wahnsinnig toll anhört. Aber davon haben sie zum Teil nur 2 bis maximal 5 Leute konvertiert für eine gegenseitige Zusammenarbeit. Und das lag daran, dass der Prozess nicht stimmig war und dass der Filter noch nicht aufgesetzt wurde, um die richtigen Leute ins Gespräch zu kommen. Hast du einen solchen Prozess? Und weißt du, wie du den Kennen, Mögen und Vertrauensfunken überspringen lässt, der nötig ist, um aus Interessenten Kunden zu machen? Also vieles von diesem Kennen, Mögen, Vertrauen-Effekt fängt natürlich mit einem authentischen und liebevollen Marketing an, dass Leute, die sich für deine Angebote interessieren können, ganz viel Zeit mit dir verbringen, bevor sie jemals in einem Kennenlerngespräch mit dir kommen. Denn viele der Kunden zum Beispiel, die zu mir in den V-Café kommen, sagen, Charlie, ich habe bereits stundenlang mit dir online verbracht, auf YouTube, auf deinem Blog, auf Facebook Live oder wie auch immer. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor bei dem KMV-Effekt für deine Kennenlerngespräche. Und der andere Teil von dem KMV-Effekt ist, dass du deinen potenziellen Kunden in den Mittelpunkt stellst von dem Gespräch und nicht ganz arg viel über dich redest, sondern dass du die richtigen Fragen stellen kannst, um sie besser kennenzulernen, um zu verstehen, was ihre aktuelle Situation ist, wo sie hin möchten und was sie vor allem zurückhält, um im Nachgang in Erfahrung zu bringen, ob du sie unterstützen kannst, ob du eine Lösung dafür hast. Also das ist eine Sache da, das möchte gelernt werden. Das ist eine Wissenschaft und eine Kunst zugleich. Hast du die Fähigkeit, weißt du, was diese Kennen, Mögen, Vertrauen von überspringen lässt? Und die letzte Frage zu diesem Bereich ist, kannst du Menschen mit Leichtigkeit und Integrität und Wertschätzung dazu verhelfen, sich für deine Programme anzumelden? Jetzt kommt der Duke und gesellt sich zu uns. Hallo Duke, schön, dass du da bist. Und hinter dieser Frage steht, eine innere Einstellung, dass du zu dem Punkt kommst, wo du gut und gerne über deine Angebote sprechen kannst, wo du diese mit Leichtigkeit präsentieren kannst, wo du einen Weg aufstellst für dein Erstgesprächsgegenüber, der für sich
gut anfühlt für sie. Also, dass sie sich nicht unter Druck fühlen, dass sie Zeit haben zu überlegen, dass es einfach eine rundum angenehme Erfahrung ist für allen Seiten. Hast du eine solche Möglichkeit bei dir in deinem Erstgespräch? Jetzt kommen wir zu der Benotung und für all diejenigen, die gerade dazukommen, wäre meine Frage hinsichtlich deines Kennenlerngesprächs oder Erstgesprächs, wo stehst du gerade auf einer Skala von 0 bis 10? Wo 0 ist, Shelia, nee, leider habe ich keinen Prozess, kein Vorgehen für mein Kennenlerngespräch. Ich tue das irgendwie, wie es kommt. Und 10 ist, absolut klar, ich habe einen Prozess, ich mache das professionell, es ist angenehm für alle Seiten. Ich habe eine sehr hohe Konversion und eine hohe Wertschätzung der Umgang mit meinen Kunden. Ich habe die Richtigen im Gespräch. Das wäre eine 10. Schreib mir jetzt im Kommentarbereich und auf deinem Zettel, was deine Note ist. Du wirst diese Note nicht nur für jetzt brauchen, sondern wir werden später alles zusammen addieren, sodass eine Punktzahl am Ende dabei rauskommt. Die Claudia hat geschrieben, sie hat schon eine 8. Sehr gut. Und die Angelique schreibt, du trägt mehr zum KFV-Prozess bei. Sie glaubt, sie braucht auch schon so einen. Ja, Angelique, ich kann dir nur zustimmen. Du brauchst unbedingt einen Duke. Für diejenigen, die neu dabei sind, wir machen einen interaktiven Online-Workshop heute. Und ich würde von dir gerne wissen wollen, wo du stehst bei deinem Kennenlerngespräch, bei deinem Verkaufsprozess. Hast du einen? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehst du bei dem Aufsetzen von einem solchen? Angelique schreibt, ich habe einen Prozess, aber bekomme nicht genug Leute in die Gespräche. Okay, gut. Angelique, das könnte an verschiedenste Dinge liegen, vom Marketing zur Website. Da könnten wir mal vielleicht im Laufe des Workshops mal gucken, wo das hingeht. Okay, wir kommen zum nächsten Bereich. Wir haben schon 3 von 6 und wir sind also halbwegs durch heute. Das nächste ist deine Internetpräsenz und ich nenne das gerne die Smart Website. Und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, als du begonnen hast, dich auf dem Markt aufzustellen mit deinem Business, deinem Geschäft, mit deiner Selbstständigkeit. Aber für viele, die zu mir kommen in den Kennenlerngesprächen mit meinen Kunden, was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele von vornherein auf ihre Website fokussieren. Sie sagen, in der heutigen Zeit gehört es zu einem modernen Unternehmer oder Unternehmerin dazu, dass sie eine gut aussehende Website haben. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, das stimmt. Das ist so. Nur eine schöne Webseite alleine reicht nicht. Wenn deine Website nur schön ist, wird es die nicht dich dabei unterstützen, mehr Kunden zu gewinnen. Sie muss auch schlau sein. Sie muss auch smart sein. Und was meine ich damit? Ich meine, deine Website sieht gut aus, sie ist repräsentativ. Aber sie ist auch in der Lage, dass die A, also oder Nummer 1, dass sie ein Spiegel ist. Dass diejenigen potenziellen Kunden, die in deiner perfekten, idealen Kundenzielgruppe gehören, sich wie in einem Spiegel sehen und sagen, ja, ich erkenne mich hier auf der Webseite wieder und ich habe das Gefühl, ich bin hier richtig, ich bin gemeint. Und sie bleiben allein aus dem Grund, weil sie sich abgeholt fühlen und reflektiert fühlen. Oder in einer Liebesbeziehung würde man sagen, ich fühle mich hier beantwortet. Kennst du diesen Spruch? Das hat mir jemand zu mir gesagt, hey, du beantwortest mich. Also das war eine sehr schöne Sache. Das nächste ist, was deine Website natürlich leisten muss, sie muss auch schaffen, ebenfalls, dass dieses Kennen, Mögen und Vertrauen-Effekt geschaffen wird. Und um das zu schaffen, sollte der Kunde in der Lage sein, ganz viel Zeit auf deiner Website zu verbringen, um dich dort wirklich in die Tiefe kennenzulernen. Zum Beispiel über Videos und über Blogbeiträge, über aktuellen Content, die untermauern, dass du Experte oder Expertin bist und dass du auch Kompetenz bringst, Erfahrung bringst zu dieser Problematik oder zu den Wünschen von deiner Zielgruppe. Also diesen KMV-Faktor sollte auch mit der Website unterstützt werden. Und das dritte und vielleicht noch wichtigste Element von diesem Smart Website ist die Idee, dass du anonyme Website-Besucher, die sonst einfach vorbeischauen, in der Google-Statistik als Länderbesuch erscheinen und wieder davongehen, dass du diese anonyme Personen dazu bringst, ihre Hand zu heben.
ihre Hand zu heben und zu sagen, hey, hier bin ich interessiere mich für die Sachen tatsächlich, und dass sie sich zeigen. Und in der heutigen Online-Zeit ist das mit einem E-Mail und mit einem Namen. Entweder weil sie sich anmelden für eine Ressource, die bei dir auf der Website zur Verfügung steht, oder weil sie sich anmelden für ein Erstgespräch mit dir. Also wir wollen diese anonyme Website-Besucher in dir bekannten Personen umwandeln, sodass du in der Lage bist, näher und in tieferen Kontakt mit ihnen zu kommen. Wir wollen eine Beziehung auf Zeit aufbauen, und das soll deine Website können. Das heißt, hier kommt meine Frage zu diesem Bereich. Kennst du die Elemente, die Eigenschaften und Inhalte einer hocheffektiven Internetpräsenz, die für dich arbeitet? Ist deine Website nur schön oder schaffst du es sehr gut, anonyme Besucher in dir bekannten Interessenten zu verwandeln, die sich eifrig anmelden, um mehr Infos von dir zu erhalten oder sogar sofort mit dir zu sprechen? Okay? So, jetzt kommst du dran. Meine Frage ist, wie bewertest du dich auf dieser Ebene der Smart Website? Von einer Skala von 0, wo du sagst, puh, meine Website ist vielleicht schön, aber für mich arbeiten tut sie nicht. Die ist nicht effektiv, sie wandelt nicht wirklich Interessenten um. Das wäre eine 0. Bis hin zu einer perfekten 10. 10 wäre, ja, sie wandelt die Besucher um in ihre bekannten Leute. Ich kann danach mit ihnen in Kontakt bleiben. Sie baut Kennen, mögen, Vertrauen auf. Sie lässt. Sie wirkt wie ein Spiegel für die Leute, die dort sind. Was würdest du sagen, wo stehst du aktuell auf der Skala? Zwischen 0 und 10. Schreib es dir auf dem Zettel auf, sodass wir das später addieren können, und schreib mir im Kommentarbereich. So, ich lese, während ihr überlegt, ein paar Kommentare. Die Nadja hat geschrieben, Verkauf fällt mir noch schwer. Okay. Nadja, das ist für viele immer noch ein großes Thema. Wir geben sehr gerne als Herzmenschen, geben sehr gerne. Aber wenn es darum geht zu sagen, hey, möchtest du auch noch von mir was haben im Gegenzug oder was von mir kaufen, das kann echt ein bisschen schwierig sein. Claudia schreibt, bei der Website ist sie noch bei 6, da geht noch was. Nadja stuft sich ein bei einer glatten 9 und die Angelique auch. Sehr gut. Perfekt. Wie sieht es bei dir aus? Also, ich sehe 13 Leute gerade im Live. Ich weiß, dass es ganz viele andere Leute gibt, die noch nicht schreiben. Mach unbedingt mit, sodass ich dich sehen kann. Das wäre total toll. Okay, jetzt kommen wir zu dem vierten Bereich. Es geht um dein Marketing-Trichter. Hier ist das Ding. Marketing wird wie ein Buch mit sieben Siegeln gesehen. Und wenn es darum geht, dein Marketing aufzusetzen, nachdem du deine Core Four fertig hast, was sind die Core Four? Die habe ich gerade genannt. Zielgruppenpositionierung, Pakete und Preise, dein Kennenlerngespräch und deine Webseite. Das sind meistens die Dinge, die man als neuer Selbstständiger oder jemand, der zwischen 1 und 3 Jahre auf dem Markt ist, das tun sie meistens im Hintergrund. Das sind Sachen, die man noch im stillen Kämmerlein machen kann, die die Basis von seinem Geschäft bilden und eine Art von Zielscheibe. Also, wenn ich weiß, die Leute möchte ich ansprechen, diese Pakete möchte ich verkaufen, das ist die Art und Weise, wie ich sie umwandle, dort werden sie sich anmelden. Das ist die Zielscheibe insgesamt, diese Core Four. Und jetzt kommt mein Marketing. Und mein Marketing ist alles, was ich tue, um erstmal Sichtbarkeit zu gewinnen, um Augen auf mich zu bekommen. Marketing ist auch das, was ich tue, dass die Leute erfahren, was meine Kompetenz sind, wen ich anspreche, wieder KMV, Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt. Und mein Marketing ist auch eine Sache, wenn ich das mit Regelmäßigkeit betreibe, in unterschiedliche Tiefen, dass ich über Zeit die Leute dazu bringe, dass sie mit mir in eine engere Beziehung gehen. Und hier ist der Fehler, den ich gemacht habe am Anfang, wo ich sehe, was viele Leute machen. Sie fokussieren sich auf den oberen Teil von dem Marketing-Trichter, nämlich Sichtbarkeit. Augen auf mich haben, Post auf Facebook machen, irgendwelche Webinare halten, meinen Blog schreiben, meinen E-Mail-Newsletter machen. Aber sie gehen nicht den weiteren Weg in den Marketing-Trichter. Und darum geht es hier in diesem fünften Bereich. Es geht um deinen Marketing-Trichter. Was du möchtest, ist nicht nur, dass die Leute Augen auf dich haben, sondern du möchtest ihnen helfen.
Du möchtest sofort eine Sache schaffen, dass sie, was für sie greifbar ist, was nützlich ist. Zum Beispiel in diesem Video heute. Wenn du am Ende da stehst und siehst, aha, das sind meine Punktezahl über alle Bereiche hinweg. Ich sehe einen blinden Fleck, den ich ausbessern kann. Dann ist ein Nutzen für dich geschaffen worden. Das ist das Erste. Helfen, ha. Das Nächste ist engage. Du möchtest die Leute dazu bringen, dass sie einen nächsten Schritt nach dem Helfen mit dir gehen. Am Ende von diesem Video werde ich dir eine weitere Ressource geben, wo du tiefer mit mir gehen kannst. Das ist das Engaging. E. Dann möchtest du Relationships, also immer weiter Beziehungen aufbauen über Zeit. Das ist das R. Und am Ende kommt das O. Hero ist das gesamte Wort, wie Held, aber auf Englisch. Hero. Am Ende möchtest du ein Offer machen, ein Angebot, eine Einladung, etwas zu buchen, zu kaufen, an Bord zu kommen, in ein Paket oder ein Programm. Und erst wenn alle vier Wege gegangen sind im Marketing, von Helfen, Help, Engagement, Relationship und Offer, hast du den vollkommenen Kreis von deinem Marketing-Trichter abgeschlossen. Und dieser Trichter ist unabhängig von aktuellen Trends am Markt. Das ist ganz egal, ob du das mit Facebook machst oder mit Instagram oder mit einem Offline-Vortrag oder Netzwerk-Events. Wichtig ist die Vollkommenheit des Marketingprozesses. Und das vernachlässigen die meisten Leute, und das habe ich auch am Anfang vernachlässigt. Also hier kommen die Fragen zu diesem Bereich. Machst du eher das, was die Online-Gurus dir empfehlen? Oder hast du eine eigene, authentische Marketingstrategie und einen machbaren Marketingplan, die wirklich zu dir passen? Verfügst du über einen wirksamen Trichter, der dich beim sukzessiven Ausbau deines Kundenstammes, deiner Umsetzung deines Geschäftes unterstützt? So, jetzt bist du dran. Wo siehst du dich gerade auf einer Skala von 0 bis 10? Wo würdest du dich gerade einschätzen? Hast du eine authentische Marketingstrategie? Du sagst, ja, ich habe eine Strategie, die zu mir passt, die ist von keinem Trend abhängig. Ich führe die so gerne aus, zum Beispiel diese Facebook-Live-Videos, die mache ich wie aus dem Ärmel geschüttelt, weil das einfach zu mir passt, es macht Spaß, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, ich kann das spontan machen, also ist es wirklich authentisch zu mir passend. Bist du auf 10 und sagst, ja, und ich habe einen Plan, wie ich das regelmäßig schaffe, wo ich Impulse setze und Deep Dives und unterschiedlichste Ebenen der Austausch mit mir schaffe über Zeit. Wenn du wirklich gut aufgestellt bist und auch einen Trichter hast, der funktioniert, dann gib dir eine 10. Und wenn du sagst, puh, schau ja, das Marketing ist für mich wirklich irgendwie hier, ich bin bei 1, 2, ich mache nur punktuell so Sichtbarkeitsdinge, dann gib dir eine niedrigere Zahl. Okay, also hier schreibt Brigitte 0. Ich habe keinen Plan. Gut, ist auch okay. Gut zu wissen, wo du stehst. Die Claudia hat eine 7, eine eigene Strategie, die ich ständig weiterentwickle. Sehr gut. Nadja 7. Webinare sind meine Leidenschaft. Dieses Jahr ist das Tun zu 10. Okay, gut. Und das ist auch wichtig, weil hier kommen eine ganze Menge von unterschiedlichen Zahlen zwischen 0 und 10. Egal in welchem Bereich du bist und welche Note du dir aktuell verleihst, sei liebevoll mit dir. Da, wo du gerade stehst, ist genau richtig und gut. Ich bin auch bei all diesen Bereichen mal auf Null gestanden und einfach mit der Zeit habe ich mir immer neue Fähigkeiten angeeignet, dazu immer wieder neue Dinge aufgebaut. Ja, wir sind im Werden, wir sind in einem Entwicklungsweg. Die Silke schreibt, sie ist gerade auf 3 und die Tanja sagt, sie ist auf 7. Okay, auch hier eine Menge an verschiedensten Zahlen. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Bereich. Es geht um deine Keep in Touch Strategy. Yeah, Strategie. Wenn man so lange spricht, tendiere ich zu englischem Ausdruck wieder. Und zwar, es geht darum, wir wollen natürlich gutes Marketing haben, aber wir wollen es nicht beim ersten Tag bleiben lassen. Wenn ich hier zum Beispiel einmal auftauchen würde in meine Facebook-Gruppe und einmal einen Online-Workshop mit euch machen würde und nie wieder auftauchen würde, was wäre das überhaupt für ein Effekt? Vielleicht bist du heute das allererste Mal in einer solchen Begegnung mit mir und du findest es irgendwie nett, aber wir kennen uns noch gar nicht so gut.
Bei der Keep-in-Touch-Strategie geht es um einen dauerhaften, kontinuierlichen, regelmäßigen Keep-in-Touch oder in Kontakt bleiben auf Deutsch mit deinen potenziellen Kunden. Und hier nutze ich gerne das Metapher von dem beleuchteten Taxilicht. Kennst du die Geschichte? Stell dir vor, du fliegst von Übersee, von Amerika nach Deutschland und landest mitten am Morgen, keine Ahnung, um 5 Uhr in der Früh nach einer Overnight Flight. Und du bist todmüde, du bist von Los Angeles geflogen, 12 bis 13 Stunden, Entschuldigung. Und du hast kaum geschlafen, weil so ein großer Amerikaner neben dir gesessen ist, du hattest kaum Platz. Und du hast deinen Baggage gesammelt von Gepäckabgabe und du schleppst dich nach außen mit einem halben Auge zu, willst dein Taxi nach Hause nehmen. Und du siehst genau ein Taxi mit einem Licht an. Und das Licht ist da und es steht open for business, also Taxifahrt im Gang. Also du kannst mich buchen. Und du gehst rüber zu dem Taxi und stell dir vor, du würdest dein runterbücken wollen. Und greifst den Griff an der Tür und willst es aufmachen, um mit dem Taxifahrer zu sprechen und zu sagen, wo du hingefahren werden willst. Und plötzlich hörst du klackst, die Tür wird wieder geschlossen, das Taxilicht geht aus und plötzlich ist er nicht mehr im Betrieb. Was würdest du machen? Du bist todmüde. Du würdest dann denken, ach, wahrscheinlich habe ich ihn gerade nicht erwischt. Und geht er nach Hause von seiner Schicht, also gehe ich wieder ins Flughafen und schaue, wie ich sonst zu Hause kommen könnte. Und während du deinen Rücken wegdrehst von ihm oder von ihr, merkst du aus deinem Augenwinkel, dass das Licht wieder angeht, hörst Klacks, die Tür geht wieder auf. Ah, und du denkst, ah doch, es ist ein Versehen. Vielleicht hat er doch Betrieb. Also drehst du dich um, machst das Gleiche nochmal, bückst dich hin, willst die Tür aufmachen, um mit dem Taxifahrer zu sprechen. Und schwuppsdiwupps, wieder das Gleiche. Licht aus, Tür zu, kein Betrieb. Ja, meinst du gehst ein drittes Mal wieder hin? Natürlich nicht. Du würdest einfach sagen, so, das Spiel habe ich satt. Du gehst rein, guckst, ob du deinen Mann anrufen kannst oder ob du mit der S-Bahn fahren kannst, was auch immer. Und das ist das Ding, was wir häufig versäumen, gerade am Anfang von unserer Selbstständigkeit ist, wir machen unser Taxilicht ständig an und aus und verwirren unser Publikum vollständig. Das heißt, wir machen sporadisch Marketingaktivitäten, zeigen uns, dass wir offen sind für Betrieb und dann lange Zeit wieder nicht mehr oder irgendwie total willkürlich. Das vermittelt ein unsicheres Gefühl an unser Zielpublikum und führt dazu, dass wir nicht in Erinnerung bleiben, dass wir nicht top of mind sind, wenn sie wirklich uns wieder gebrauchen oder dass sie das Vertrauen zu uns nicht haben, dass sie wirklich kommen können, die Tür aufmachen und nach Hause fahren können. So, jetzt kommen meine Fragen zu diesem Bereich. Nämlich, bleibst du nach dem Erstkontakt von deinem Marketing stets präsent in Erinnerung? Hast du immer dein Taxilicht an oder so gut du kannst in einer konsistenten Art und Weise? Unterstützt und förderst du die Menschen aus deiner Zielgruppe durch regelmäßigen, relevanten und reichhaltigen Content, sodass die nicht nur einmal eine Erfahrung mit dir machen, sondern über Zeit jede Menge Kontakte erfahren dürfen, um dich besser kennenzulernen? Und baust du Beziehungen auf über lange Zeit, indem du echten Mehrwert lieferst für deine Zielgruppe? Und erweiterst du auch deine E-Mail-Liste fortwährend um qualitativen Leads? Also diese Keep-in-Touch-Strategie erfordern auch, dass du einen Ort hast, wo du immer wieder mit deinen Menschen in Kontakt kommen kannst, egal ob eine E-Mail-Liste, eine Facebook-Gruppe, whatever. Also ein konsistenter Ort, ein Taxi, wenn man so will, wo sie überhaupt einsteigen können. Jetzt bist du wieder dran. Jetzt sind wir in dem sechsten Bereich. Und meine Frage an dich ist, auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehst du hinsichtlich deiner Keep-in-Touch-Strategie, um in Erinnerung zu bleiben, um Beziehungen aufzubauen? Sagst du, oh, null, ich bin so schlecht darin, ich bin super sporadisch, unregelmäßig und ich habe gar keine Keep-in-Touch-Strategie, das wäre kein Problem, aber schreib es auf, hier in der Kommentarbereich irgendwo zwischen 0 und 5. Oder bist du super gut unterwegs? Du hast manchmal kurze Impulse, die du setzt und wiederum Tieftauchaktionen, wo du in Webinaren oder längeren Facebook-Live-Videos oder whatever wirklich tief eintauchst mit deinen Kunden. Da wärst du zum Beispiel über längere Zeit regelmäßig bei 10. Schreib es mir jetzt in die Questions-Box. Ich nehme einen Schluck Kaffee.
Und ich bin gespannt, was kommt. Mal schauen, ob wir alle 13 Leute dazu bewegen kann, jetzt ihre Bewertung abzugeben. Angelique ist bei 9. Angelique, das würde ich dir echt zustimmen. Ich sehe dich wirklich regelmäßig online. Ich beziehe auch dein Newsletter und sehe deine ganzen Sachen. Silke ist auf 4. Andreas auf 7. Hi, Andrea, übrigens. Andreas sitzt auf den Kanaren und macht mich ganz neidisch seit Tagen mit ihren wunderschönen Wanderungsfotos aus den Bergen, Ausblick aufs Meer. Claudia schreibt, aus gesundheitlichen Gründen derzeit ein schwieriges Thema, eher bei 5. Naja, kein Problem, Claudia. Da, wo man ist, ist man. Brigitte schreibt 2, unregelmäßig, aber vor allem kein Angebot, ob das jemand reagieren könnte. Sehr gut zu wissen, Brigitte. Annette ist auf 0, auch kein Problem. Sehr gut. Okay. Nadja auf 7. Nicole auf 2. Hi, Nicole. So. Okay, wir runden die Ecke in die letzten 10 Minuten des heutigen Live-Mini-Workshops. Und wenn du den Spickzettel schon gefunden hast, ich werde ihn unterhalb des Videos, also sobald es eine Aufzeichnung wird, anhängen. Aber du findest es in der Facebook-Gruppe, es ist oben ganz gepinnt. Und zwar, es wird eine zweite Seite geben. Und es gibt einige Fragen. Und das wirst du im Nachgang quasi als Hausaufgabe, wenn man so will, für dich ausfüllen. Es kommen folgende Fragen auf dich zu. In welchem Bereich, beziehungsweise in welchen Bereichen bist du aktuell gut aufgestellt? Das wirst du dort aufschreiben. Alle Bereiche. Dann kommt die Frage, in welchen Bereichen bist du aktuell nicht gut aufgestellt? Das wirst du gucken und sehen, aha, da ist Potenzial, da kann ich noch dran arbeiten, da kann ich noch was tun. Das könnte der Grund sein, warum ich noch nicht genug Kunden habe, als ich haben möchte. Das ist vor allem eine sehr wichtige Frage, um deine blinde Flecken zu erkennen. Und dann habe ich die Frage hier gestellt, was hat dich bei der Auswertung deiner Ergebnisse überrascht, wenn überhaupt? Und siehst du überhaupt einen wichtigen Schritt, der ansteht für dich als nächstes, wenn deine Erkenntnisse so sind aus dem heutigen Mini-Live-Workshop? Die wirst du als Hausaufgabe beantworten, aber jetzt, was wir gemeinsam machen, ist, ich möchte, dass du Folgendes tust. Nimm dein iPhone oder rechne das auf dem Papier oder per Kopf, wenn du darin gut bist. Ich bin darin nicht so gut. Und bitte addiere alle Ergebnisse aus alle 6 Bereiche. Wenn du etwas später dazu gekommen bist, wird es für dich schwierig sein, dann müsst du im Nachgang nochmal hinhören und das nachholen. Du wirst kein repräsentatives Ergebnis haben. Und schreib mir bitte 2 Dinge im Kommentarbereich. Was ist dein Gesamtergebnis? Wie viele Punkte hast du insgesamt? Die maximale Zahl wäre, über alle 6 Bereiche hinweg hättest du dir die gesamte 10 Punkte gegeben, das wären 60. Oder natürlich das niedrigste wäre auf eine totale Null über alle Bereiche hinweg und alles dazwischen. Schreib mir deine Gesamtpunktzahl und schreib mir daneben, ob du das Gefühl hast, du hast genug Kunden aktuell. Also schreib Gesamtzahl und ich habe genug Kunden oder ich habe noch nicht genug Kunden aus meiner Sicht. Die beiden Infos bitte jetzt in der Questions-Box schreiben. Okay, Claudia hat eine 35. Ich bin gespannt, was die anderen da schreiben. Der war lesig von Tanja. Da denke ich auch, ich bin bei 7. Schreibe jede Woche einen Newsletter und habe Facebook-Gruppen. Sehr gut, Tanja. Das war bei dieser Keep in Touch-Strategie, gell? Tanja schreibt, sie hat 43. Ich hätte gern viel mehr Kunden, schreibt sie. Brigitte sagt, ich bin bei einer 6. Noch keine Kunden. Alles klar. Nadja, 43 Kopfrechnen und nicht genug. Sehr gut. Ich schau mal, was noch für Ergebnisse kommen. Manche brauchen ein bisschen länger, um Kopf zu rechnen. Oder überhaupt zu rechnen. Silke ist später dazu gekommen, aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass ich noch mehr Kunden brauche. Okay, perfekt. Okay, gut.
47, ein paar mehr Kunden gehen noch, schreibt die Angelique. Sehr gut. Okay. Während ihr das noch ausrechnet, ich werde euch vorweggreifen die Ergebnisse auf den Spickzettel. Und zwar folgendes. Du hast 0 bis 20 Punkte. So, das ist ein bisschen überspitzt getrieben, sei mir nicht böse, aber kein Wunder, dass du aktuell keine Kunden bzw. zu wenig Kunden hast. Dir fehlen noch viele wesentliche Bausteine des Marketings und der Kundengewinnung. Du stehst entweder ganz am Anfang und bist gerade dabei, das Fundament deiner Selbstständigkeit zu legen, oder du machst schon seit längerem viel, um neue Kunden zu gewinnen. Allerdings häufen sich deine Überlegungen und Aktivitäten in nur einem oder vielleicht zwei Bereichen von den sechs. Du hast zum Beispiel nur auf Sichtbarkeit oder deine Webseite fokussiert. Nun sind weitere Bausteine dran. So, das wären für die Leute zwischen 0 und 20. Dann die nächste Gruppe. Du hast zwischen 20 und 40 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den steilsten Teil der Marketing- und Kundengewinnungslernkurve wahrscheinlich bereits hinter dir. Nur vermutlich fühlst du dich auch schon ziemlich erschöpft, da deine ursprüngliche Euphorie der Anfangszeit keine treibende Kraft mehr ist. Deine größte Herausforderung wird es sein, eine Verschnaufspause zu machen, im Innen zur Ruhe zu kommen und ein gutes Tempo für das weitere Vorangehen zu finden. Denn dir steht noch einiges an Lernen, Erforschen und Aufbauen zuvor. Und wahrscheinlich ist es so, dass du an einigen dieser Puzzleteile noch hinzufügen musst, bevor du ein Gesamtbild hast für deine gute Kundengewinnung, sodass du zu der Anzahl von Kunden kommst, die du haben möchtest. Für die Gruppe, die gesagt haben, dass sie zwischen 40 und 60 Punkten haben, hier kommt deine Auswertung. Du machst schon vieles richtig und bist auf einem guten Weg zu neuen Kunden. Dir fehlen vielleicht lediglich ein paar Stellschrauben, die du, sobald du sie klar erkannt hast, relativ leicht ergänzen und festdrehen kannst, um wesentlich mehr Erfolg zu erzielen. Falls du jetzt schon zwischen 50 und 60 liegst und immer noch keine oder zu wenig Kunden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du der Sache einfach mehr Zeit geben musst. Das ist wirklich eine Sache, die ich häufig sehe. Jemand, der wirklich vieles in place hat und vieles richtig macht, der aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund nicht sagen kann, warum nicht genug Kunden schon da sind. Es dauert einfach seine Zeit. Es dauert seine Zeit, Dinge werden optimiert. Viele Leute, die im Hintergrund deinen Blogbeitrag lesen oder deine Videos schauen, machen sich noch nicht bemerkbar in deinen Kennenlerngesprächen. Sie brauchen vielleicht noch zwei weitere Kontakte mit dir, bis sie sich offenbaren. Für dich ist es wichtig, Geduld, Geduld, Geduld und dranbleiben mit deiner Continuity. Ich kann heute echt kein Deutsch sprechen, bis deine Kundengewinnung ins Laufen kommt. So. Das war es von meiner Seite. Wir sind am Ende von dem heutigen Online-Mini-Workshop. Mich würde interessieren, was hast du persönlich mitgenommen aus dem heutigen Gespräch? Schreib es mir entweder jetzt sofort in the questions oder in diesem Kommentarbereich, sodass ich es vielleicht nach dem Live-Video anschauen kannst. Oder zu einem anderen Zeitpunkt via Privatnachricht, wenn dir das lieber ist, wenn das für dich geheim ist und du möchtest nicht, dass die ganze Welt davon erfährt. Und ich habe gesagt am Anfang, dass ich auf eine Ressource aufmerksam mache und das tue ich jetzt. Einige von euch sind schon in den Genuss davon gekommen, die Angelique und die Andrea und einige andere. Und zwar, es geht um mein Successful Solopreneur System. Und wenn du nicht ganz so lange hier bei mir bist, bei in der Gruppe Herzgetriebenes Business und Marketing und alles ist für dich neu, vielleicht weißt du nicht, dass ich ein gesamtes proprietäres System habe, das dir hilft, eben Fähigkeiten aufzubauen auf all diesen sechs Bereichen, wo du selber mit den Modulen reflektieren wirst über deine eigene Situation und wo du zu Antworten und Klarheit kommen wirst, was du in Zukunft noch besser tun kannst. Und aktuell zwischen dem 1. Januar und dem 7. Januar, wir haben noch einige wenige Tage übrig, mache ich einen Verkauf und zwar zu halben Preis. Also du kriegst mein Successful Solopreneur System in dieser Zeit nicht für 1500 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer für dein jeweiliges Land, sondern für 750 zuzüglich Mehrwertsteuer für dein jeweiliges Land. Und ich werde den Link posten direkt unterhalb von diesem Video, sodass du hingehen kannst.
Dort ist eine gesamte Landingpage, wo du schauen kannst, was dort angeboten wird, und du kannst besser erkennen, ob das für dich das Richtige ist, für dich oder nicht. Es gibt natürlich auch einen Zahlungsplan von 150 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer über 6 Monate für diejenigen, die gerade so kleine Budgets haben, aber trotzdem dabei sein wollen. Und es gibt natürlich eine 30-Tage-Garantie. Das heißt, du kannst sofort auf das Angebot anspringen, wenn du möchtest. Und wenn es im Laufe des Tuns sich herausstellen sollte, dass es nicht das Richtige für dich ist gerade, dann kannst du einfach eine kurze E-Mail schreiben. Ohne Wenn und Aber gebe ich dir das ganze Geld zurück. Also es ist ein risikofreies Ausprobieren, wer das machen möchte. Mir hat es super viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und Angelique schreibt, Dankeschön, das war nochmal sehr schön zur Auffrischung unseres Privatcoachings in 2015. Sehr gerne, Angelique. Tanja schreibt, danke vielmals, das war mega cool. Die große Erkenntnis, die ich heute hatte, war die, dass ich einen Prozess für mein Kennenlerngespräch brauche. Sehr cool. Blinde Fleck wieder aus dem Weg geräumt. Andrea schreibt, das System ist grandios, hat mir sehr geholfen, mein Online-Business noch fein zu tunen. Vielen Dank, Andrea, das ist ein sehr nettes Feedback. Claudia schreibt, das war sehr hilfreich und klärend. Danke, Shadia, sehr gerne, liebe Claudia. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich sage euch, ich wünsche euch den erfolgreichsten, grandiosesten 2018. Und ich freue mich wahnsinnig, in den nächsten Wochen und Monaten hier auch weiter in Kontakt mit euch zu sein. Mir hat es zwischen Oktober und Dezember so Spaß gemacht, diese Videos zu machen, dass ich vorhabe, jede Menge noch davon zu machen in nächster Zeit. Also, bleib dabei und wir gehen einfach nach vorne zusammen weiter. Schönen Tag noch und bis nächste Woche. Tschüss!